So, und an der Stelle, moin Leute, was geht? Euer Jun hier und ja, meine lieben Freunde. Seit langer Zeit gibt es mal wieder einen Stadion-Blog. Heute geht es um Spiel Magdeburg gegen Nürnberg. Ja, das wird ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Ja, Jürgen, hau mal den Tipp raus, komm. 3-1, 3-1. Ja, ich sag auch 3-1. Oder 5-1. Ja, auf jeden Fall Heimsieg. Also, da bin ich eigentlich sehr überzeugt, dass wir heute gewinnen gegen Nürnberg. Ja. Dad, hau mal einen Tipp raus. 3-0 für Kochstedt. 2-0 für Magdeburg. Mensch, ich bin Magdeburg. Sandra, du? Ich glaube, 2-0, okay. Ja, und an der Stelle würde ich sagen, Leute, wir sehen uns am Stadion. An Stadion angekommen, meine lieben Freunde. Ja, so sieht's aus. Jetzt essen wir. Ich habe mir eine Omelette geholt. Doch, sehr, sehr gut. Also, ich liebe die Buletten hier. Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir gehen hier immer Buletten essen. Das ist wirklich so. Geisteskrank. Schmecken immer wieder richtig geil. In Stadion angekommen, meine lieben Freunde. Ja, wir sitzen im Block 12 mit einer super Aussicht, muss man ganz ehrlich sagen. Hier ist mein Bruder an Start, der sitzt unter mir. Ja, da sind die Magdeburger Ultras. Bin gespannt, was die heute machen. Aber gut, Magdeburg macht immer gute Stimmung, muss man einfach sagen. Und da sind die Nürnberger. Ja, es ist noch sehr leer. Ja, wir haben jetzt auch, glaube ich, noch über eine Stunde, ja, ungefähr eine Stunde 30 haben wir noch Zeit. Und dann geht das Spiel los. Wie viele von euch wissen, ist Lukas Schuler rot gesperrt für das Spiel gegen Nürnberg heute. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ob das jetzt rot war gegen Paderborn, bin mir jetzt nicht sicher. Ich finde persönlich nicht, dass es rot war. Aber darüber kann man sich streiten. Ja, Leute, ich bin gespannt, wie Tietz heute aufstellt. Geht Adek in Sturm? Kommt Lukasanius rein? Wie wird das machen? Bin wirklich sehr, sehr gespannt, Leute. Am besten würde ich Adek reinnehmen in Sturm. Also Adek in Sturm, Shaker und Ito. Und dann passt das für mich. Aber naja, bin mal sehr, sehr gespannt, was Tietz am Ende des Tages macht. Die Torhüter von den ersten FC Magdeburg kommen rein. Jetzt kommt die Torhüter von ersten FC Nürnberg. Jetzt kommt die Mannschaft von der 1. FC Magdeburg rein. Jetzt kommt die Mannschaft von 1. FC Nürnberg. Ach so. Magdeburger sind jetzt fertig mit Aufwärmen, gehen jetzt rein und in Kürze beginnt das Spiel. Die Nürnberger sind jetzt auch fertig mit Aufwärmen. Ja, bekommen wir nochmal ein bisschen Applaus, werden nochmal gepusht. Und ja, let's go. Nummer 1 im Tor. Dominik! Hi, Mann! Unsere Rücke Nummer 15 im ersten FC Magdeburg. Daniel! Hey, Mann! Unsere Rücke Nummer 19 heißt Leon! Hey, Mann! Und das Stadion für unsere Fans aufgeht. Und alle Namen, die uns sind, die auch uns
beide Mannschaften rein. Das Spiel beginnt, wie gesagt, in Kürze. Magdeburg mit Anstoß und jetzt gerade im Ballbesitz. Ausgeführt, Ito jetzt. Oh! Ja, was ein Schuss. Jetzt noch eine Ecke. Ito. Wieder. Oh! Jetzt mal Nürnberg ein Angriff. Gefällt und Magdeburg hat sehr schön. Ich finde es aber so geil, dass man ein paar Spiele stattfinden kann, weißt du? Oh. Oh. Der Nürnberg. Oh, schön. Schön, der Bebe. Ja, oh. Digga, Ito. Alter, so artig. Ja. Oh. Oh. Shit, shit, bitte. Ja, okay. Jetzt Magdeburg. Ja. Ja, Ecke, Ecke. Jetzt Magdeburg mit der Ecke. Wird kurz ausgeführt. Ja. Nein! Jetzt Magdeburg! Hey! Ganz klar! Ja. Und das gibt zwei Schuss für Magdeburg. Ganz klar. Also wirklich. So, jetzt. Magdeburg. Mit dem Freistoß. Nürnberg jetzt. Jawohl! Abseits, abseits! Bro, abseits! Abseits! Es ist abseits, es zählt nicht. So, jetzt Nürnberg. Oh, oh, oh. Digga, wieder abseits. Bro. Ja, es wird nochmal getestet. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, ob das abseits war. Kann man von hier nicht sagen. Ja, ist 100% bestätigt. Das Tor zählt nicht. Jetzt. Ja.
Nürnberg. Oh. Jawohl! Eber. Digga, oh mein Gott, das geht viel zu leicht. Das geht viel zu leicht, Jungs. Bruder, was passiert da? Nix. Digga, was? Ja, Digga, komm. Jetzt Nürnberg, jetzt Nürnberg. Oh mein Gott. Okay, was war artig da los? Hey, Schiri! Gelb, jawohl! Komm! Oh, Eck, ja. Ja. Oh, Scheiße, Mann. Aber gut rausgespielt, Jungs. Ja. Bruder, da steht kein Mensch. Halbzeit, meine lieben Freunde, ja, was will man sagen? Erstmal krasse Schuhe von Nürnberg, krasse Schuhe von Magdeburg, das kann man sagen. Und das ist auch so. Ja, zu dem Spiel. Magdeburg ist einfach deutlich besser, muss man sagen. Ja. Von Nürnberg kam zwar auch so 15 Minuten, waren die mal besser als wir, aber das ging eigentlich. Aber Magdeburg war deutlich besser. Und wir hätten jetzt schon 1-0 führen müssen eigentlich, oder 2-0. Naja, mal schauen, was in der zweiten Halbzeit noch passiert. Magdeburg gewinnt 3-1. 3-1. Beide Mannschaften sind es auf dem Feld. In Kürze beginnt die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit beginnt jetzt. Komm, komm an. Oh, Jungs. Ja, ja. Sehr gut. Jetzt Magdeburg. Oh, Jungs. Ja, sehr schön. Bruder, was ist das? Ja. Schieß doch. Oh. Digga, von Tom wurde doch gehalten. Ecke, kommt, Jungs. Oh, Magdeburg. Erste. Hey. Nix, steh auf. Komm, hoch mit dir. Gott, Mann! Digga, wir sind so knapp davor, ein Tor zu schießen. So, jetzt. Ja. Ja. Nein! Jetzt kommt Puck an. Ja, nein! Ah! Mann, was machst du denn da? Digga! Auf dem! Auf dem! Auf dem! Auf dem! Kämpfen! Immer siegen! Immer vorwärts! FCM! Siegen, immer vorwärts, FCM! Nee. Hey, Digga, was? Er ist so leicht gefallen! Bruder, was? Digga, was ist das für ein Schiri? Jetzt Magdeburg. Ja. Komm! Komm! Schieß doch, Mann! Blaues, hey! Hey! Einmal blaues, immer blaues, hey! Hey! Oh, jetzt Nürnberg.
Ecke. Oh, wie gesagt, das ist jemand mit der Ecke. Oh, ein Gegentor wäre jetzt so belastend, Digga. Ja, 26.000, sehr stark. Wenn man 100% Ballbesitz hat, nur holt hinten umspielt. Ist krass, Digga, ist unfassbar. Was ist denn das, Digga? Jetzt Nürnberg. Ah, Bruder, komm. Tobias. Kommt, Jungs. Bitte, 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 lieber Gott. Oh, da fällt er dann da hin. Ja. Wir verlieren gegen Nürnberg, sorry. Durch eigene Dummheit, das ist so. Die Nürnberger holen sich jetzt den Applaus ab. Ich kann an der Stelle auch wirklich nur sagen, groß gegeben an den ersten FC Nürnberg. Gutes Spiel, ja, wir waren zwar besser, aber ihr habt die Chance genutzt, wir nicht. Und wir haben durch unsere eigene Dummheit verloren. Das ist einfach so, Digga. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist einfach die Wahrheit. Es ist jedes Mal die gleiche Scheiße. So, meine lieben Freunde, zu Hause angekommen. Ja, heute wird nur noch gechillt, gezockt, noch eine Kleinigkeit gegessen und dann geht's pennen. Ja, jetzt kommt noch mal eine Meinung zum Spiel. Erstmal groß GG an Nürnberg und ja, ihr habt das Spiel zwar nicht verdient gewonnen, muss man einfach sagen, wir waren deutlich besser. Aber wenn du hinten nur doof rumspielst und vorne die Dinger nicht reinmachst, kannst du nicht gewinnen. Ja, so ist das und so sehe ich das. Und ja. Mich fuckt es einfach ab, Leute, dass wir hinten nur mal irgendeine Scheiße da spielen. Das könnte ich kotzen. Warum? Spielt doch mal vernünftig, Alter. Wir wollen von hinten einen Angriff aufbauen, was okay ist, was ich gut finde. Aber wenn du hinten dann auch nur dumm und dämlich rumspielst, dann kannst du keinen Angriff ausspielen. Ja? Oder auch vorne die Dinger nicht reinmachst, dann kannst du auch nicht gewinnen. Das ist einfach eigene Dummheit teilweise. Ja, so sehe ich das. Wir haben das Spiel durch eigene Dummheit verloren, weil wir keinen Angriff in der zweiten Halbzeit so richtig hinbekommen haben. Darum ganz kritisch, daran muss man auf jeden Fall trainieren. Also bin ich der Meinung. Und der meine lieben Freunde. Haut rein, heute, ciao, ciao.